Da ist meine Kamera. Yo! Ich diskutiere online unter Facebook-Posts oder YouTube-Videos sehr gerne darüber, ob man Cannabis und andere Drogen legalisieren sollte. Unter diesen Posts sind auch sehr oft Mitstreiter, die auch für eine Legalisierung argumentieren. Manche kommentieren da aber auf eine Art und Weise, die ich eher schwach finde. Ich zähle euch nun solche nicht so starken Argumente auf, dass ihr euch da vielleicht in Zukunft auf andere Argumente stützt. Argument Nummer 1, Cannabis sollte legalisiert werden, weil Cannabis harmlos ist. Cannabis ist keine Droge. Es ist eine jahrtausendalte Heilpflanze. Ja, es ist eine jahrtausendalte Heilpflanze, was aber keineswegs bedeutet, dass sie harmlos ist. Ich habe schon mit sehr vielen Zuschauern geschrieben, bei denen Gras ihr komplettes Leben zerstört hat. Vor allem das Suchtpotenzial von Cannabis wird oft unterschätzt. Manche behaupten, dass Cannabis nicht abhängig machen kann, nur weil es nicht körperlich abhängig macht. Aber da Cannabis eine Droge ist, die man sehr lange übermäßig viel konsumieren kann, ohne dass irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, schätze ich, dass psychische Abhängigkeit Potenzial von Cannabis als eher hoch ein. Von Experten wird das Abhängigkeitspotenzial von Cannabis auch als sehr viel höher eingeschätzt als bei MDMA oder LSD. Ich kenne äußerst viele, die täglich konsumieren. Die meisten davon haben ihr Leben noch voll im Griff, dennoch muss man da sehr aufpassen. Zu sagen, dass es eine harmlose Droge ist, ist einfach falsch. Verhältnismäßig ungefährlich im Vergleich zu einigen anderen Drogen, eventuell, aber jede Droge ist gefährlich, auch Cannabis. Argument Nummer 2, das Alkoholiker-Argument. Zu oft sehe ich es, dass Legalisierungsbefürworter auf Kommentare von Legalisierungsgegnern so etwas antworten wie wie kannst du nur gegen eine Legalisierung sein, du scheiß Alkoholiker? Man kann nicht jedem, der gegen eine Legalisierung ist, unterstellen, dass er viel Alkohol trinkt. Häufig antworten die Legalisierungsgegner dann Dinge wie ja, ich trinke auch keinen Alkohol, das kann man von mir aus auch verbieten. Und ab dem Zeitpunkt habt ihr eigentlich schon komplett verloren. Solche Sprüche mit Alkohol solltet ihr nur bringen, wenn ihr auf das Profil des Kommentarschreibers geklickt habt und ihr dann feststellt, konnte, dass da lauter Bilder sind, in denen der dann Alkohol trinkt. Oder wenn er in seinem Kommentar auf Alkohol eingeht und Dinge schreibt wie Alkohol ist eine Volksdroge, das kann man auch in Maßen konsumieren. Ansonsten sind diese Alkoholvergleiche sehr schwach. Gefährlichkeitsvergleiche sind generell eher selten angebracht. Da gibt es viele bessere Alternativen. Argument Nummer 3, okay, das ist jetzt kein Argument, aber viele benutzen beim Argumentieren oft Beleidigungen wie Pisser oder Arschloch. Wenn ihr Beleidigungen benutzen wollt, dann benutzt eher sanfte Beleidigungen wie Zonk, Tölpel, Schwachkopf, Apfel, Birne, Banane, Pflaume. Es kommt echt sehr viel stilvoller, wenn man sagt, laber kein Müll, du Zitrone, als wie man sagt, laber kein Müll, du verfickter Ficker. Obwohl irgendwie, das hat sich auch irgendwie ganz cool angehört, aber es hat trotzdem mehr Stil. Das erste. Argument Nummer 4, der Reiz des Verbotenen. Auch ein sehr beliebtes Argument, wenn man Cannabis legalisiert, dann werden es weniger Konsumenten, weil dann der Reiz des Verbotenen wegfällt. Natürlich gibt es den Reiz des Verbotenen, aber den schätze ich keineswegs so hoch ein, sodass man sagen könnte, dass nach einer Legalisierung dann deutlich weniger Leute konsumieren würden als vorher. Es ist wie gesagt schon irgendwie ein Argument, aber ein sehr, sehr schwaches. Argument Nummer 5, jeder Erwachsene sollte selbst entscheiden dürfen, was er konsumiert? Das ist echt kein gutes Argument. Warum sollte er das selbst entscheiden dürfen? Was gibt ihm das Recht dazu? Sowas sollte eigentlich nur der Staat entscheiden können. Der kennt sich sehr viel besser damit aus, was gut für uns ist. Nee, Schmarrn, das Video war bis jetzt nur so kurz und mir sind keine weiteren Argumente mehr eingefallen. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr gutes Argument. So, und weil das Video bis jetzt so kurz war, kommen wir noch zu einer Art Contest. Ich verkaufe ja jetzt schon Extraktoren und Vaporizer in meinem Shop. Ich würde gerne aber auch T-Shirts verkaufen. Open Mind T-Shirts. Jedoch bin ich nicht ganz so gut in Sachen Bildbearbeitung. Deswegen schickt mir eure Designs an meine Facebook-Seite. Fangt eure Nachricht mit Open Mind Shirt an, damit eure Nachricht aus den vielen anderen heraussticht. Bevor ich euch sage, was ihr bei der ganzen Sache gewinnen könnt, hier noch ein paar Anweisungen, wie ich mir die T-Shirts so vorstelle. Ich möchte da jetzt nicht nur T-Shirts zugesendet bekommen haben, wo nur Open Mind in den unterschiedlichen Designs und Schriftarten geschrieben ist. Es sollen einfach coole T-Shirts werden mit dem Thema Open Mind oder Drogen generell. Ihr könnt da auch zum Beispiel irgendwelche Open Mind Insider einbauen. Irgendwas mit Wurstbroten oder Marlene Mortler. Was auch immer dazu euch einfällt. Oder vielleicht könnt ihr auch ein T-Shirt machen, wo ihr Legalize All Drugs in besonders cooler Schrift schreibt. So ein Legalize All Drugs Shirt will ich auf jeden Fall drin haben. Also ich hoffe, mindestens einer von euch sendet mir da ein gutes. Und ich will auch mindestens ein Shirt, wo Open Mind möglichst cool dasteht. Ich würde es richtig feiern, wenn irgendwer von euch irgendwas in Richtung Laura Zombie macht. Generell finde ich es cool, wenn Kleidung so einen gewissen femininen Touch hat. Gewinnen bei der ganzen Sache könnt ihr einen Modelvertrag bei Heidi Klum.
Nee. Wenn euer Design eines der besten ist und ich es in meinem Shop aufnehme, dann könnt ihr euch einen Vaporizer von mir schenken lassen, wenn ihr wollt. Wenn ihr schon einen Vaporizer habt, dann kann ich euch auch zum Beispiel ein paar gratis T-Shirts geben. Wenn euer Design wirklich sick nice ist, dann können wir auch über eine Umsatzbeteiligung reden. Weil es mit Sicherheit sehr, sehr viele Einreichungen sein werden, werde ich nicht auf jede Einreichung antworten können, aber ich werde mir jede einzelne davon anschauen. Ich werde voraussichtlich dann auch eine Galerie aus allen Einreichungen machen, sodass alle mal von vielen Menschen gesehen werden und dass keiner irgendeine Arbeit umsonst macht. Der Contest ist übrigens Open-End, das heißt, auch wenn ich schon T-Shirts im Shop habe, könnt ihr weiterhin eure Designs einreichen und vielleicht nehme ich sie dann in die Open-Mind-Kollektion auf. Wenn ihr euch übrigens schon vorzeitig die fast fertige Version meines Pilztrip-Videos anschauen wollt, dann geht auf meine Patreon-Page und supportet mich, dann könnt ihr das euch schon anschauen. Aber keine Angst, kommt auch in ein paar Wochen kostenlos auf YouTube, wenn ich komplett damit zufrieden bin. Ich bin gespannt auf eure Einreichungen, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Wenn ihr euch für Drogen interessiert und nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, abonniert diesen Kabal.